Unser Stamm war in Gefahr. Es drohte Krieg mit den Römern. Ich befragte das Orakel. Sollten wir kämpfen? Was würden die Zeichen verkünden? Die Stäbchen einer heiligen Weide würden mir die Zukunft weissagen. Das Schicksal der Sweben meines Stammes lag in der Hand der Götter. Was würden sie raten? Ich sah eine Warnung. Bis zum Mondtod kein Kampf. Die Waffen müssen ruhen bis Neumond. Fürst der Sweben ist Ariovist. Die Weissagung der Seherin wird ihm vermutlich nicht gefallen haben, denn die Sweben sind wegen ihrer Kampfbereitschaft gefürchtet. Doch den Spruch der Götter muss jeder achten. Das Jahr 58 vor Christus. Die Sweben glauben, dass Priesterinnen ihnen die Zukunft weissagen können. Seherinnen haben deshalb eine wichtige Stellung in ihrer Gemeinschaft. Das überliefert der römische Historiker Tacitus, der wichtigste antike Autor, der von den Stämmen des Nordens berichtet. Den Frauen wohnt etwas Heiliges inne. Die Germanen verwerfen weder ihre Ratschläge, noch missachten sie ihre Weissagungen. Ursprünglich siedelten die Sweben in der norddeutschen Tiefebene. Die erfahrenen Krieger sind als Söldner nach Gallien gerufen worden. Das reiche und fruchtbare Land gefällt ihnen. Sie gründen ein eigenes Reich im Gebiet des heutigen Elsass. Doch dann, im Jahr 58 vor Christus, dringt der römische Feldherr Caesar in das Land der Sweben vor. Nach dem Spruch der Götter erklärte Ariovist sich bereit, mit den Römern zu verhandeln. Caesar forderte von ihm, unser Land zu verlassen. Ariovist lässt sich von Caesar nicht einschüchtern. Seit 17 Jahren leben die Sweben schon in Gallien. Doch Roms Militärmacht haben sie noch nicht kennengelernt. Als Caesar mit seinen Legionen droht, erwidert der Swebenfürst, er sei früher nach Gallien gekommen als die Römer. Caesar sei in sein Gebiet eingedrungen. Die Swebenkrieger sind entschlossen. Niemals werden sie ihr Land verlassen. Beim Anblick der kampfbereiten Männer räumt Caesar das Feld. Für dieses Mal. Es ist seine erste Konfrontation mit den furchteinflößenden Stämmen des Nordens. Die wenigen Germanendarstellungen aus der Antike sind römisch. Sie verraten, wie man sich die Menschen des Nordens vorstellte. Mit langen Bärten, roh und grobschlächtig. Caesar selbst beschrieb sie so. Die Germanen sind von ungeheurer Körpergröße, unglaublich tapfer und waffenerprobt. Nicht einmal den scharfen Blick ihrer Augen kann man aushalten. Die Haartracht der Sweben ist auf einem römischen Bronzekessel dargestellt. Caesar schreibt über sie, sie sind der kriegerischste Stamm der Germanen. Ihr Haar kämmen sie seitwärts und binden es zu einem Knoten zusammen. Ein Schädelfund zeigt, was Caesar beschrieb. Im Moor hat sich ein Swebenknoten über zwei Jahrtausende erhalten. Die ungewöhnliche Haartracht ist kein Ausdruck von Eitelkeit, sondern eine Drohgebärde, wie Tacitus bemerkt. Sie wollen mit der Frisur eine gewisse Größe erreichen und Schrecken in den Augen der Feinde verbreiten. Und Caesar berichtet, dass die Krieger damit Erfolg haben. Ein solcher Schrecken ergriff das ganze Heer, dass die Gemüter aller in Panik gerieten. Die Legionen weigern sich, gegen Ariovist in den Kampf zu ziehen. Doch Caesar warnt, die Sweben seien eine Gefahr, nicht nur für Gallien, sondern für das gesamte römische Reich. Und sie seien nur die Vorhut eines mächtigen Volkes. Er gibt diesem Volk einen Namen, die Germanen. Caesars Propagandakuh hat Erfolg. In Rom spricht es sich schnell herum. Nördlich des Imperiums gibt es ein mächtiges, feindliches Volk. Die Germanen waren ursprünglich nur ein Stamm unter vielen anderen, wie die Friesen, Langobarden oder Sweben.
Um die Gefahr für Rom jedoch größer erscheinen zu lassen, fasste Caesar alle Stämme unter einem Namen zusammen: Germanen. Und ihr Siedlungsgebiet rechts des Rheins nannte er Germanien. Angestachelt von ihrem Feldherrn ziehen Caesars Legionäre in den Kampf. Die germanische Gefahr vor Augen, sind sie endlich bereit, es mit den Sueben aufzunehmen. Doch die halten sich an den Spruch des Orakels. 5 Tage lässt Caesar seine Truppen vor ihrer Wagenburg aufmarschieren. Er versucht, die dort verschanzten Germanen zum Kampf zu provozieren. Am 6. Tag, als ich die Römer wieder vor unserem Lager aufmarschieren sah, ahnte ich, dass Ariovist die Herausforderung nicht länger ertragen würde. Aber noch war Neumond nicht gekommen. Caesars Legionen wollen die offene Feldschlacht, in der sie überlegen sind. Am 6. Tag tut der Anführer der Sueben ihnen den Gefallen. Der römische Historiker Cassius Dio berichtet: Ariovist kümmerte sich nicht mehr um die Weissagung der Priesterin. Und als die Römer sich in Schlachtordnung aufgestellt hatten, ließ er sein Heer gleichfalls ausrücken. Im heutigen Elsass treffen die gegnerischen Truppen aufeinander. In 7 Keilen lässt Ariovist seine Krieger gegen die Römer aufmarschieren. Eberkopf nennen die Germanen ihre gefürchtete Taktik. Mit einem Rammstoß wollen sie die feindlichen Reihen durchbrechen und die Römer schlagen. In Keilformation stürmen die Germanen gegen die Kohorten der Römer. Cassius Dio schreibt über die Schlacht in Gallien: Sie kämpften mehr mit ihren Leibern als mit den Waffen. Beim Kampf Mann gegen Mann sind die größeren Germanen ihren Gegnern überlegen. Doch wo ein Römer fällt, rücken 2 Römer nach. Der germanische Angriff gerät ins Stocken. Die Römer setzen ihre Reserven ein. Sie fassen die Germanen überraschend in der Flanke und zerschlagen ihre Keile. Da wandten die Germanen in ihrer Gesamtheit den Rücken und hielten in ihrer Flucht nicht eher ein, als bis sie zum Rhein gelangt waren, berichtet Caesar über den Ausgang der Schlacht im Elsass. Der römische Feldherr hat gesiegt. Fast keiner der suebischen Krieger überlebt. Römische Disziplin erringt den Sieg über germanische Kühnheit. Auch unsere Wagenburg hatten die Römer gestürmt. Warum nur hatte Ariovist das Orakel missachtet? Niemand kann sich dem Spruch der Götter entziehen. Ariovist wollte sich Caesar nicht beugen. Seine Krieger haben für unsere Freiheit gekämpft. Doch das Ergebnis war furchtbar. Die Römer schonten niemanden von uns. Weder Alte noch Kinder. Unser Stamm war vernichtet. Bis an den Rhein lässt Caesar die Flüchtenden verfolgen, die dem Gemetzel auf dem Schlachtfeld und dem Massaker in der Wagenburg entkommen konnten. Auf der linken Seite des Stroms herrschen jetzt die Römer. Ich wollte möglichst weit weg von den Römern, die so viel Unheil und Tod gebracht hatten. Ich wollte zurück auf die andere Seite des Flusses, in das Heimatland meines Stammes. Nun war ich auf mich allein gestellt. Der Sieg über Ariovist war nur der Auftakt des Gallischen Krieges. In zahlreichen Schlachten unterwirft Caesar innerhalb von 7 Jahren ganz Gallien. Grenze im Norden des Imperiums ist von nun an ein Fluss, der Rhein. Ursprünglich verband der Fluss die Menschen an beiden Seiten des Ufers.
Erst Caesar macht den Rhein zu einer Barriere zwischen römischer Zivilisation und dem barbarischen Germanien. Lange lebte ich versteckt in den Wäldern des Nordens. Ohne meine Sippe war ich schutzlos. Die Sweben waren bei vielen Stämmen verhasst, denn sie beraubten und bekämpften ihre Nachbarn. Es war Winter geworden und alleine konnte ich nicht überleben. Ich musste meine Zuflucht verlassen und bei Fremden um Aufnahme bitten. Endlich erreichte ich eine kleine Siedlung der Cherusker. Wie würde man mich dort aufnehmen? Ich spürte die Anspannung der Bewohner. Eine Frau lag in den Wehen. Doch meine Hilfe wurde abgelehnt. Ich gehörte nicht zu ihrer Sippe. Erst als der Mann sah, was ich bei mir trug, erkannte er, dass ich eine Priesterin war. Nun verstand er, dass ich tatsächlich helfen konnte. Er führte mich zu seiner Frau in das Haus. Auf diese Weise errichteten die Germanen ein imposantes Gebäude, das Langhaus. Die Holzpfosten bilden das Gerüst für die Dachkonstruktion. Die Außenwände der Häuser bestehen aus Flechtwerk, das mit Lehm abgedichtet wurde. Das Dach aus Stroh oder Reet. In den Langhäusern leben Mensch und Vieh zusammen. Tacitus beschreibt eine typische Siedlung, die meist nicht mehr als 20 Häuser umfasste. Die Dörfer errichteten sie nicht in unserer Weise, mit aneinandergereihten Gebäuden. Jeder umgibt sein Haus mit einem freien Raum. Auch Tafelgeschirr aus Holz fanden die Archäologen. Samenfunde und Pflanzenreste geben Auskunft über den Speiseplan. Die Germanen bereiteten Breie aus Gerste oder Hirse und aßen Beeren, Pilze und Nüsse. Fleisch gab es nur selten. Auf einem kleinen Speisetisch wurde das Essen serviert, so wie Tacitus es überliefert. Jeder hat einen eigenen Platz und seinen eigenen Tisch. Die kunstvoll geschnitzten Alltagsgegenstände geben auch Rätsel auf. Hatte dieses Gefäß in der stilisierten Gestalt eines Vogels vielleicht auch kultische Bedeutung? Tiere spielen eine wichtige Rolle im Leben und im Glauben der Germanen. Die Hilfe der Götter wird angerufen, um Unheil abzuwehren. Komplikationen bei der Geburt sind eine tödliche Gefahr für Mutter und Kind. Doch die weisen Frauen der Germanen verstehen sich auch auf die Heilkunst. Die Heweamma, die Hebamme, genießt großes Ansehen, auch wegen ihrer Kenntnis heilkräftiger Kräuter. So wird die Muckwurz von den Germanen als heiliges Kraut verehrt. Die heute als Beifuß bekannte Heilpflanze beruhigt und entkrampft bei der Geburt. Und sie soll vor bösen Geistern schützen. Nach einem Brauch bei den Germanen hält man viele Frauen für Seherinnen, sogar für Göttinnen. Kann diese Beobachtung von Tacitus wissenschaftlich bestätigt werden? Entdeckungen wie das Frauengrab von Phünen mit seinen ungewöhnlichen Beigaben sind hierfür ein Glücksfall. Aus den Funden lassen sich Rückschlüsse auf die Stellung der Verstorbenen in ihrer Gemeinschaft ziehen. Der Vater war erleichtert, dass seine Frau ihm einen gesunden Jungen geboren hatte. Bereits bei der Geburt bestimmten die Schicksalsgöttinnen, die Nornen, seine Zukunft. Würde er die Prüfungen, die auf ihn warteten, bestehen? Über die Rituale der Germanen gibt es viele fantasievolle Legenden. Da sie selbst nichts Schriftliches überliefert haben, stammen alle Berichte über die Germanen von Römern oder Griechen.
So erzählt der Arzt Galenos von einem äußerst barbarisch anmutenden Ritual. Ein neugeborenes Kind wird noch heiß vom Mutterleib zu einem Fluss gebracht und wie ein glühendes Eisen in das kalte Wasser getaucht. Die Eiswassertaufe soll den kleinen Körper abhärten und auf ein entbehrungsreiches Leben vorbereiten, vermutet der griechische Arzt. Sie könnte aber auch, nach Vorstellung der Germanen, ein Schutz gegen böse Mächte sein. Wie glaubwürdig sind die Berichte der antiken Chronisten? Doch nicht alles lässt sich archäologisch nachweisen. Wie sah das häusliche Leben der Germanen aus? Tacitus überliefert, dass es eine klare Rollenverteilung gibt. Die Sorge um Haus, Herd und Äcker ist den Frauen übertragen. Seit der glücklichen Geburt durfte ich im Haus der Familie wohnen. Die Frau des Hauses fand, dass ich nicht länger mein altes Gewand tragen solle, auf dem noch die Spuren der Schlacht zu sehen waren. Ich war dankbar für ihr Angebot, denn die Erinnerung an die Schlacht gegen die Römer und den Verlust meines Stammes ließ mich nicht los. Mit meinem alten Gewand konnte ich zugleich diese Vergangenheit ablegen. Das neue Gewand war viel mehr als ein warmes Tuch. Durch dieses Geschenk wurde ich in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Ich gehörte jetzt zu ihrer Sippe. Ich hatte eine neue Heimat gefunden. Neben germanischer Kleidung stoßen Torfstecher in den Mooren immer wieder auf archäologische Sensationen. Im sauren Klima des Bodens und der Luftabschluss werden organische Stoffe auf Dauer konserviert, wie in einer Zeitkapsel. Nicht selten sind es auch menschliche Überreste, Moorleichen. Mehrere hundert aus der Zeit der Germanen wurden in Europa entdeckt. Einer davon ist der Mann aus dem Grauballemoor. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen wie er ins Moor gelangten. Unfälle, Verbrechen, Strafen oder Beerdigungen. Tacitus und andere antike Autoren berichten immer wieder auch von Menschenopfern, welche die Germanen ihren Göttern dargebracht haben sollen. Sind diese Berichte glaubwürdig oder handelt es sich nur um römische Gräuelpropaganda? Tacitus schreibt, die Germanen hätten Menschen in verabscheuungswürdigen und barbarischen Zeremonien geopfert. Und er schildert auch einen Schauplatz dieser Zeremonien. Auf einer Meeresinsel liegt ein heiliger Hain und darin steht ein geweihter Wagen. Wenn die Göttin Nertus im Heiligtum anwesend ist, wird sie durch das Land gefahren. Niemand darf sie sehen. Dann wird sie in einem abgelegenen See gereinigt. Sklaven helfen, die sogleich der See verschlingt. Daher der geheime Schauer um jene Göttin, die nur Todgeweihte schauen. Der Herthasee auf Rügen passt genau zu dieser Beschreibung. Hier wurde vermutlich der Fruchtbarkeitsgöttin geopfert. War der Grauballemann ein solches Menschenopfer? Nur wenige Moorleichen aus der Zeit der Germanen sind so gut erhalten. Seine Wunden verraten viel über seinen Tod. Der Mann starb an einer dreifachen Tötung. Erst wurden ihm Schienbein und Schädel zertrümmert, dann die Kehle aufgeschlitzt. Zuletzt wurde er im Moor versenkt. Doch Menschenopfer bleiben die Ausnahme. Die Regel sind Speise- und Tieropfer. Sie werden an Plätzen dargebracht, die als heilig gelten. Tacitus berichtet: Die Germanen weihen Haine und Wälder und belegen das Geheimnisvolle, das sie nur in Ehrfurcht beschauen, mit Götternamen. Sie allesamt verehren Nertus, die Mutter Erde, und glauben, dass diese sich in die Angelegenheiten der Menschen einmischt. Der Winter war lang und hart. Unsere Vorräte gingen zur Neige. Ich ging um Nertus, um ihren Segen für das kommende Jahr zu bitten. Und um ihr von dem wenigen, was wir noch hatten, zu opfern.
Die Gaben des alten Jahres nimm entgegen. Sei milde und schenke uns eine fruchtbare Zeit. Die Germanen glauben, dass die Götter in der Natur allgegenwärtig sind und das Schicksal der Menschen bestimmen. Das Leben vor 2000 Jahren ist ein ständiger Kampf. Kälte, Hungersnöte und Dürrezeiten, aber auch häufige Stammeskriege bedrohen das Überleben der Menschen. Dagegen versprechen göttliche Mächte Hilfe und Schutz. Anders als die Römer bauen die Germanen für ihre Götter keine Tempel. Tacitus schreibt: Die Germanen halten es wegen der Erhabenheit der Götter für unvereinbar, sie in Wände einzuschließen. In Oberdorla in Thüringen wurde eine germanische Opferanlage archäologisch nachgewiesen und rekonstruiert. In der Kultanlage von Oberdorla fanden Archäologen auch mächtige Holzfiguren in Menschengestalt. Jede Figur steht für eine eigene Gottheit. Was verraten uns diese Götterfiguren, von den Forschern Pfahlgötzen genannt, über die Glaubenswelt der Germanen vor 2000 Jahren? Mit dem Kontakt zu den Römern verändert sich seit dem 1. Jahrhundert vor Christus die Götterwelt der Germanen. Männliche Gottheiten, Götter des Eisens und des Krieges, verdrängen die Fruchtbarkeitsgöttin. Immer häufiger sind Waffen die Grabbeigaben. Die Archäologen schließen, Überfälle und Kriege zwischen den Stämmen nahmen zu. Wir versammelten uns in einem geheiligten Hain. Als Priesterin sollte ich Wodan, den Gott des Krieges, um seinen Beistand bitten. Feindliche Stämme bedrohten unsere Heimat. Die Männer mussten zu den Waffen greifen. Würde Wodan im Kampf auf unserer Seite sein? Tacitus berichtet über die Kriegslust der Germanen. Man wird sie nicht so leicht überzeugen können, die Erde zu pflügen. Lieber fordern sie den Feind heraus und verdienen sich Wunden. Als faul und träge gilt der, der mit Schweiß erwerben will, was man leichter mit Blut gewinnen kann. Wir konnten die Feinde vertreiben, aber wir mussten auch Tote beklagen. Unser Stammesfürst war im Kampf erschlagen worden. In seinem jenseitigen Haus sollte er nichts von dem vermissen, was seinem Rang entsprach. Über die Bestattungsbräuche der Germanen berichtet Tacitus: Bei Totenfeiern meiden sie Prunk. Nur darauf achten sie, dass die Leichen berühmter Männer mit bestimmten Holzarten verbrannt werden. Jeden Krieger begleiten seine Waffen. Jammer und Tränen wären bei den Germanen nur kurz, doch Schmerz und Trauer lange. Wann der Lebensfaden reißt, das liegt allein in der Hand des Schicksals. Doch es war ruhmvoll für einen Krieger im Kampf für seinen Stamm zu sterben. Es tröstete mich, dass sein Name und seine Taten in unseren Erzählungen und Liedern weiterleben würden. Nach der Einäscherung wird der Leichenbrand in Urnen bestattet. Ob Anführer, Krieger, Bauer, Frau oder Kind, jedes Stammesmitglied findet seine letzte Ruhe in einem solchen Gefäß. Nicht nur Respekt, sondern auch Angst vor den Toten beherrschte die Germanen. Sie glaubten, Verstorbene könnten jederzeit als Wiedergänger zurückkehren und den Lebenden Schaden zufügen. Durch das Verbrennen der Leichen bannen sie diese Gefahr. So können sie den Toten auch unbesorgt ihre Waffen mit ins Jenseits geben.
Schwerter werden sogar verbogen, damit sie in die Urnen passen. Seitdem die Germanen das Römische Reich in ihrer Nachbarschaft haben, werden immer mehr Waffen als Grabbeigaben gefunden. Das spricht für die wachsende Bedeutung des Kampfes. Hat sich die germanische Gesellschaft verändert? Die germanischen Krieger überschreiten bei ihren Raubzügen auch den Rhein und fallen in das römische Gallien ein. Für Rom eine Kampfansage. Unter dem Kommando des Feldherrn Drusus soll diese Bedrohung dauerhaft beendet werden. Zunächst entsteht von Mainz bis Nijmegen eine Kette von Legionslagern. Ab 12 vor Christus wird die Küste erforscht. Kaiser Augustus rühmt sich: Meine Flotte segelte von der Rheinmündung gegen Sonnenaufgang über den Ozean, wohin nie zuvor ein Römer gelangt. Sommer für Sommer folgen Feldzüge in das Herz Germaniens. Ein Gedicht preist die Taten des Drusus. Er zermalmte die unbezwungenen Barbaren und schob die Herrschaft Roms in neue Länder vor. Doch Drusus will mehr. Er ist erst 26 Jahre alt, als er mit 6 Legionen die Eroberung Germaniens beginnt. Immer tiefer wagt er sich in die bedrohlichen Wälder, wie der Philosoph Seneca notiert. Drusus richtete die römischen Feldzeichen dort auf, wo niemand wusste, dass es Römer überhaupt gab. Und der Römer Paterculus schreibt: Drusus bezwang Germanien zum großen Teil und vergoss dabei viel Blut dieses Volkes. Augustus errichtet dem Bezwinger Germaniens einen Triumphbogen in Rom. Drusus und seine Nachkommen dürfen von nun an den Ehrennamen Germanicus tragen. Doch für die Römer bleibt Germanien ein Land, das fremd und unheimlich ist. Und in dem sagenhafte Dinge vor sich gehen. Bald 50 Jahre lebte ich bei den Cheruskern. Doch dann holte mich die Vergangenheit ein. Wieder sah ich die römischen Rüstungen und Feldzeichen. Was hatten die Römer vor? Warum verließen sie ihre Heimat, um in unsere Wälder zu kommen? In Gallien, als die Krieger des Ariovist den Legionen Cäsars unterlagen, hatten die Römer ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie kannten keine Gnade, wenn man sich ihnen nicht unterwarf. Ich rief die Götter um Hilfe an. Ein mächtiges Unwetter sollte Drusus und seine Legionäre zur Umkehr zwingen. Cassius Dio überliefert das merkwürdige Geschehen. Drusus soll in den germanischen Wäldern die Stimme einer Frau gehört haben. Wohin willst du noch, unersättlicher Drusus? Ziehe von dannen. Das Ende deiner Taten und deines Lebens ist nahe. Die Quellen berichten, dass er sich bei einem Sturz vom Pferd schwer verletzte. Und dass der Bezwinger Germaniens an den Folgen stirbt. Sein Bruder Tiberius übernimmt das Kommando. Wie Drusus ist auch Tiberius ein Stiefsohn des Kaisers. Nun soll er den Willen seines Vaters Augustus erfüllen. Die endgültige Unterwerfung ganz Germaniens. Doch Tiberius setzt auf eine andere Strategie als sein Bruder. Er will sein Ziel nicht nur mit Krieg erreichen. Tiberius geht auch einen diplomatischen Weg. Die Germanen sollen sich am Ende freiwillig der römischen Herrschaft unterwerfen. Der Widerstand der Barbaren soll sich an der kulturellen Überlegenheit Roms brechen. Am Rhein, im heutigen Köln, wird der Anfang gemacht. Nach römischem Vorbild entsteht eine Stadt für die Ubier, einen germanischen Stamm, der seit Jahrzehnten mit Rom verbündet ist. Das Oppidum Ubiorum wird sich zu einer der prächtigsten Metropolen im Reich entwickeln.
Theater, Tempel und Thermen sollen die Germanen von den Vorzügen der römischen Zivilisation überzeugen. Aus der Gründungszeit Kölns ist nicht viel erhalten. Das früheste archäologische Zeugnis ist das sogenannte Ubier-Monument, das Fundament eines Steinturms, der im Jahr 4 nach Christus errichtet wurde. Römer haben ihn erbaut, das belegen die Steinquader. Sie sind nach römischem Maß gehauen. Die Stadt war ein Geschenk des Kaisers an die germanischen Untertanen des Imperiums. Wahrscheinlich gehörte der Steinturm zur ersten Stadtmauer des Oppidum Ubiorum. Rom hat große Pläne mit der Stadt der Ubier. Hier entsteht das Zentralheiligtum der neuen Provinz Germanien. Einmal im Jahr sollen alle unterworfenen Stämme hier zusammenkommen, um ihr Bündnis mit Rom zu erneuern. Die weitläufige römische Tempelanlage am Rhein beherrscht das Stadtbild. Ein germanischer Priester leitet die Zeremonien am Altar, an der Ara Germaniae. Symbolträchtig ist die Anlage nach Osten ausgerichtet, nach Germanien, dahin, wo Rom jetzt herrschen will. Nicht nur die Ubier, auch die Stämme rechts des Rheins unterwerfen sich nach und nach dem römischen Kaiser. Vermutlich im Jahre 8 vor Christus geben auch die Cherusker auf. Wie die anderen Stämme zwischen Rhein und Elbe haben auch sie nur die Wahl zwischen Flucht, aussichtslosem Kampf oder Unterwerfung. Die Fürsten der Cherusker entscheiden sich für den Frieden mit Rom. Der römische Autor Paterculus berichtet: Tiberius durchzog als Sieger alle Teile Germaniens, ohne einen Mann des ihm anvertrauten Heeres zu verlieren. Er bezwang Germanien so gänzlich, dass er es beinahe zu einer tributpflichtigen Provinz machte. Auch Rom hat großes Interesse an einem Frieden. Tiberius muss das neu eroberte Gebiet sichern und sucht zuverlässige Verbündete unter den Besiegten. Diese Politik der Befriedung hat sich seit langem als erfolgreich erwiesen. Doch für Frieden und Sicherheit zahlen die Cherusker einen hohen Preis. Sie müssen Freiheiten aufgeben, Roms Befehlen gehorchen, Tribute zahlen und ihre Söhne in den Dienst der römischen Armee geben. Zuletzt verlangten die Römer den Sohn des Fürsten. Als besondere Sicherheit für unsere Treue. Die Römer nannten ihn Arminius. Als Geisel sollte er mit den Legionären nach Rom gehen. Der Fürst gab nach, er hatte keine Wahl. Denn das Schicksal unseres Stammes stand auf dem Spiel. Er trug die Verantwortung für den Frieden. Kinder als Geiseln zu stellen, war in der Antike nichts Ungewöhnliches. Sie mussten fern der Heimat für die Loyalität des Stammes bürgen. Doch Rom behandelte seine Geiseln in der Regel gut. Und so sollte auch Arminius in der Hauptstadt des Imperiums wie ein Römer erzogen werden. Sein treuer Gefährte begleitete den Fürstensohn in die Fremde. Würden sie das Land der Cherusker jemals wiedersehen? 20 Jahre später wird Arminius zurückkehren und der Geschichte Germaniens eine dramatische Wendung geben. Aus den Wäldern des Nordens nach Rom. Für den Fürstensohn Arminius ist es ein Kulturschock. Rom, Hauptstadt des Imperiums, ist zu dieser Zeit der Nabel der Welt. Prächtige Tempel, Paläste und Bäder sind Ausdruck der gewaltigen Macht und Größe des Reiches. Über hunderte von Kilometern wird die Metropole mit frischem Wasser aus Aquädukten versorgt. Beeindruckende Zeugnisse des römischen Reichtums wie das Forum Romanum haben die Jahrtausende überdauert, dank des Bauprogramms des Kaisers Augustus. Ich hinterlasse eine Stadt aus Marmor,
während ich eine Stadt von Backsteinen vorgefunden habe. Der Altar des Friedens feiert den Beginn einer neuen Epoche unter Augustus. Auch Kindergeiseln sind als Garanten des Friedens zwischen Rom und seinen besiegten Feinden dargestellt. Der erste Kaiser Roms hatte innen- und außenpolitisch eine neue Stabilität geschaffen. Die Friedensgöttin Pax wird mit einer Prozession geehrt. Voran gehen die kaiserliche Familie und der römische Adel. Zu dieser römischen Elite sollte auch der Germane Arminius bald gehören. Als junge Männer waren Arminius und ich in die römische Armee eingetreten. Wir bewährten uns im Krieg gegen rebellische Stämme in Pannonien. Zum Dank wurde Arminius von Augustus zum römischen Ritter ernannt. Nach den Senatoren der wichtigste Stand in Rom. In den Augen der Römer waren wir Germanen nichts als wilde Barbaren. Nun aber gehörten wir endlich zu ihnen und ihrer Welt. Voller Anerkennung berichtet ein ehemaliger Kamerad über Arminius. Er war ein junger Mann von vornehmer Abstammung, persönlich sehr tapfer, schnell von Begriff und für einen Barbaren ungewöhnlich begabt. Die Heimat des Arminius war unter Augustus römische Provinz geworden. Rom errichtet Militärlager, um das unterworfene Gebiet zu sichern. Am Rhein und an Flüssen, die ins Landesinnere führen. Die Lippe im Norden wird zu einem strategisch wichtigen Verkehrsweg. Über Flüsse wie die Lippe wird der Nachschub für die Römer transportiert, denn in Germanien gibt es keine befestigten Straßen. Für die Römer ist es noch immer eine bedrohliche Welt. So überliefert es der Chronist Tacitus. Germanien ist durch seine Wälder grauenerregend, durch seine Sümpfe grässlich. Direkt an der Lippe, in der Nähe des heutigen Haltern, lag eine mächtige römische Anlage. Inmitten einer bäuerlichen Welt. Das Militärlager aus der Zeit des Augustus kann eine ganze Legion, etwa 6000 Soldaten, aufnehmen. Elitetruppen der römischen Armee. Doch Haltern, der lateinische Name des Lagers ist unbekannt, hatte nicht nur militärische Bedeutung. Hier wurde eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Verwaltungsgebäuden entdeckt. Deshalb vermuten Archäologen, Haltern war die Zentralverwaltung der neuen Provinz. Von hier aus hielt das Imperium die Germanen in Schach. Das Land der Cherusker, unsere Heimat. Fast 20 Jahre waren wir fort gewesen. Unser Donnergott Thor bereitete uns einen gebührenden Empfang. Alles schien vertraut. Fast vergaßen wir, dass wir im Auftrag Roms nach Germanien gekommen waren. Wahrscheinlich wird Arminius in die Heimat entsandt, um eine Einheit der germanischen Hilfstruppen zu befehligen. Seit Caesars Zeiten müssen die verbündeten germanischen Stämme Soldaten stellen. Vor allem als Krieger zu Pferde sind sie geschätzt, denn Rom besitzt keine eigene Kavallerie. Der Chronist Cassius Dio lobt die Germanen als hervorragende Reiter. Bei den Reitereinheiten der römischen Hilfstruppen wurden Maskenhelme aus Bronze gefunden. Wozu wurden sie gebraucht? Für den Kampf sind sie kaum geeignet. Die Maskenhelme dienten wohl zum Schutz des Gesichts beim Training und bei Schaukämpfen. Die Reiter trugen die Masken vermutlich auch bei Paraden. Vielleicht sollten die fremdländischen Männer bei öffentlichen Auftritten auch nur ihr barbarisches Aussehen vor den Römern verhüllen. Arminius sollte den Statthalter Varus beim Aufbau der Provinz unterstützen, denn Rom hatte große Pläne mit Germanien. Es war eine Stadt nach römischem Vorbild und ein Schaufenster der römischen Zivilisation. Atriumhäuser mit Bädern und fließendem Wasser, blühende Gärten und ein Forum aus Stein. Warum betrieben die Römer im germanischen Barbarikum diesen Aufwand? Römisches Geschirr neben germanischen Gefäßen.
Symbol der neuen Freundschaft. Bei der germanischen Oberschicht sind Luxuswaren aus Rom begehrte Statussymbole. Gegen fein gearbeitete Glasperlen und kunstvoll gestalteten Schmuck tauschen sie Nahrungsmittel. Besonders begehrt das blonde Haar der Germaninnen, zu Haarteilen verarbeitet, für modebewusste Damen in Rom. Die Funde von Waldgirmes bestätigen eine Aussage des römischen Chronisten Cassius Dio, die lange in Zweifel gezogen wurde. Die römischen Truppen gründeten Städte und die Barbaren passten sich an ihre Ordnung an. Sie gewöhnten sich an Märkte und trafen sich dort in friedlichen Versammlungen. Wir staunten über das Angebot der Waren, die es nie zuvor in Germanien gegeben hatte. Es war ein römischer Markt mitten in Germanien. Doch dann sahen wir Legionäre an der Seite eines römischen Steuereintreibers. Da, wo Rom seinen Untertanen etwas gab, forderte es auch von ihnen. Es entsprach den Verträgen. Germanien war jetzt römische Provinz. Frieden und Sicherheit hatten ihren Preis. Wer nicht zahlte, was der Kaiser forderte, musste mit der Strafe Roms rechnen. Doch Rom durfte unsere Landsleute nicht wie Unterworfene, nicht wie Sklaven behandeln. Wir kannten doch den Stolz der germanischen Stämme. Blühende Städte wie Waldgirmes sollten den Germanen die Vorzüge römischer Zivilisation vor Augen führen. Schon Tacitus erkannte: Durch den Bau von Forumsanlagen, von Häusern und Bädern sind die eben Unterworfenen zu Ruhe und Frieden verlockt worden. Da die Römerstadt Waldgirmes zur Zeit des Kaisers Augustus gebaut wurde, kann auf dem Forum nur die vergoldete Reiterstatue des göttlichen Augustus gestanden haben. Die Statue zeigt den Kaiser als Symbol der neuen Ordnung. Für immer sollte Germanien zum Imperium gehören. Verantwortlich dafür war sein Statthalter, der lange Arm des Kaisers in der Provinz Germanien. Seit dem Jahr 7 nach Christus herrscht Varus als Statthalter in Germanien. Mit eiserner Hand baut er das unterworfene Land zur römischen Provinz aus. Der Chronist Paterculus beschreibt ihn als arroganten Machtmenschen. Für Varus sind die Germanen wilde Tiere, die mit Menschen nur Stimme und Körperbau gemein haben. Da man sie mit dem Schwert nicht habe unterwerfen können, müsse man sie nun mit dem römischen Recht zähmen. Seine Strafen waren willkürlich und maßlos. Er behandelte unsere Landsleute wie Unterworfene, nicht wie römische Untertanen. Arminius forderte Varus auf, Ehre und Stolz der Germanen nicht zu verletzen. Doch der Statthalter wies ihn zurecht. Er wisse genau, wie man mit Barbaren umzugehen habe. Arminius solle nicht vergessen, dass Augustus ihn zum Ritter gemacht habe und dass er ein Römer und kein Germane mehr sei. Arminius hatte bis zu diesem Augenblick an das Wohlwollen Roms gegenüber den Cheruskern geglaubt. Und an die römische Gerechtigkeit. Varus' Porträt prangt auf römischen Münzen. Er genießt hohes Ansehen in Rom. Nach dem Zusammentreffen mit Varus wollten wir endlich unsere Familien wiedersehen. Wie war es unserer Sippe unter römischer Herrschaft ergangen? Wir hofften, dass es ihnen gut ging. Denn mittlerweile waren uns schreckliche Gerüchte zu Ohren gekommen. Zahlreiche Hinrichtungen in Germanien aus dieser Zeit sind überliefert. Varus ist bekannt für sein erbarmungsloses Durchgreifen. Schon als Statthalter von Syrien hatte er nach einem Aufstand mehrere tausend Menschen kreuzigen lassen.
Eine gefürchtete Strafe, bei der das Opfer langsam und qualvoll stirbt. Und eine letzte Demütigung, denn der Todeskampf findet vor aller Augen statt. Endlich kamen wir in unser Dorf. Doch es wurde ein trauriges Wiedersehen. Der Stammespriester war da. Er bereitete den Cherusker-Fürsten auf seine letzte Reise zu Wodan, unserem höchsten Gott, vor. Segimer, der Vater des Arminius, lag im Sterben. Er erzählte seinem Sohn von den Erniedrigungen, die die Cherusker unter der Herrschaft Roms erdulden mussten. Der Fürst bereute bitter, das Bündnis mit Rom eingegangen zu sein. Er fühlte sich verraten. Rom hatte seine Versprechen gebrochen. Segimer ließ seinen Sohn schwören, das Unrecht und die Unterdrückung nicht länger hinzunehmen. Von nun an sei Arminius an seiner Stelle für den Stamm und dessen Zukunft verantwortlich. Für Arminius war klar, als Fürst würde er das Erbe seines Vaters antreten und seinen letzten Willen erfüllen. Der Cheruskerfürst hatte sich bis dahin als loyaler Verbündeter Roms gezeigt. Kein Sterblicher steht hinsichtlich der Treue über den Germanen, berichtet Tacitus. Doch Rom missachtet und verletzt das seit Generationen überlieferte Recht und Gesetz, die Sitten und die Moral der Germanen. Damit gehen die Machthaber zu weit. Arminius tritt das Vermächtnis seines Vaters an. Er kann nicht länger Freund und Verbündeter der Römer bleiben. Als Fürst der Cherusker wird er nun für die Unabhängigkeit seines Volkes kämpfen. Doch welche Chance hat er gegen die Militärmacht Rom? Wie kann die Freiheit Germaniens zurückgewonnen werden? Schon 20 Jahre zuvor hatten sich die Germanen lange und erbittert gegen die römischen Invasoren gewehrt. Vergeblich. Der Sarkophag eines Römers feiert den Sieg über die Barbaren des Nordens. Im Jahr 4 nach Christus ist Germanien endgültig erobert worden, nach einem verlustreichen Krieg. Ein Zeitzeuge berichtet: In einer Schlacht fielen so viele Römer und Barbaren, dass die Toten den Fluss in seinem Lauf hemmten. Die Germanen mussten sich zuletzt doch der römischen Kriegsmaschinerie ergeben. Wehe den Besiegten, hieß es in Rom. Offen hatte man den germanischen Kriegern gedroht: Für dich, Germanien, bleibt kein Recht auf Gnade. Barbar, du wirst mit deinem Tode büßen. Reliefsteine aus Moguntiacum, dem Legionslager Mainz, zeigen germanische Kriegsgefangene. In Rom jubelte man: Das wilde Germanien, wie die ganze Welt besiegt, hat sich mit gebeugtem Knie den Cäsaren zu unterwerfen. So sollte es auch in Germanien kommen. Im Jahre 9 nach Christus ist der Unmut über die Herrschaft Roms groß. Historiker gehen davon aus, dass sich Bructerer, Marser, Catten und Cherusker auf dem Ting trafen, einem geweihten Platz, um über einen Aufstand zu beraten. Bevor die Römer in ihr Land gekommen waren, waren viele Stämme untereinander erbitterte Feinde. Jetzt verbindet sie das gleiche Schicksal. Der Chronist Florus berichtet über den wachsenden Widerwillen der Germanen gegenüber der römischen Fremdherrschaft. Sie fingen an, die Ausschweifung und den Stolz des Quinctilius Varus ebenso zu hassen wie seine Grausamkeit. Arminius versuchte, die Germanen zu überzeugen. Wer hätte noch nicht gemerkt, dass die Gesetze der Römer grausamer sind als Waffen? Es sei an der Zeit zu handeln, ehe die Schwerter der Germanen verrosten und ihre Pferde träge würden. Aber nicht alle folgen seinem Aufruf zum Aufstand. Segestes, ein anderer Fürst der Cherusker, arrangiert sich gut mit den neuen Herren. Die Stämme sind im Innern zerrissen. Tacitus überliefert, dass Arminius die Krieger vor die Wahl stellt. Wenn sie das Vaterland frei von römischer Herrschaft wollten, dann sollten sie ihm folgen.
Er würde sie zu Ruhm und Freiheit führen. Segestes aber zu schändlicher Knechtschaft. Doch Segestes warnte: Wir seien Varus und seinen Legionen hoffnungslos unterlegen. Ein Aufstand gegen Rom sei Selbstmord. Die Römer würden das Land verwüsten, uns töten und unsere Frauen und Kinder in die Sklaverei führen. Es sei besser, Freund der Römer zu sein als ihr Feind. Wir alle würden doch vom Wohlstand und Luxus der Römer profitieren. Aber die Stämme folgten Arminius. Der Steintanz von Beutin, eine Tinkstätte in der Nähe von Rostock. So könnte auch der Platz ausgesehen haben, an dem Arminius zum Aufstand gegen Rom aufrief. Freiheit oder Tod? Tacitus schildert, wie die Germanen dort über solche Fragen abstimmten. Alle Männer entscheiden gemeinsam über die bedeutenden Fragen des Stammes. Dabei kommt es mehr auf Überzeugungskraft als auf die Machtposition an. Missfällt ihnen ein Antrag, weisen sie ihn durch Murren zurück. Gefällt er ihnen aber, schlagen sie die Waffen aneinander. Warum folgte die Mehrheit der Stimme dem Aufruf des Arminius? Entscheidend ist aus meiner Sicht der Versuch, römische Rechtsprechung, Verwaltung und all diese Dinge auf den Stamm der Cherusker und die anderen germanischen Stämme zu übertragen. Das hätte innerhalb der Gesellschaft große Verwerfungen mit sich gebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Arminius der Hauptgrund war. Das Bündnis der germanischen Stämme ist geschmiedet. Arminius weiß, nur mit List können die Germanen gegen die Supermacht Rom bestehen. Nur wenn Varus und seine Legionen in eine Falle gelockt werden, können die Germanenkrieger auf den Sieg hoffen. Die römischen Historiker berichten, dass Arminius ein enger Vertrauter des Statthalters war. Varus kommen Gerüchte über eine Verschwörung zu Ohren, an der auch Arminius beteiligt sein soll. Aber er missachtet die Warnungen. Tacitus überliefert: Varus verfiel dem Schicksal und der Macht des Arminius. Arminius berichtet Varus von einem Aufstand, der in einem entlegenen Gebiet Germaniens ausgebrochen sei. Er rät Varus, mit seinen Legionen dorthin zu ziehen und ihn im Keim zu ersticken. Und tatsächlich, es gelingt ihm, Varus zu überzeugen. War die Arglosigkeit des Varus so abwegig, wie Chronisten berichten? Warum sollte Varus in Arminius, dem römischen Ritter, einen Verräter sehen und nicht den Verbündeten? Er war auf Arminius angewiesen. Als Anführer der germanischen Hilfstruppen kannte er die germanische Seele und das Land am besten. Varus gibt den Befehl, die Armee in Marsch zu setzen, entsprechend dem Rat des Arminius. Der kühne Plan scheint aufzugehen. Später spottet der Historiker Paterculus: Varus hielt den Anschein des ihm entgegengebrachten Wohlwollens für verdient. Doch Sorglosigkeit ist der häufigste Beginn des Unglücks. Im Herbst des Jahres 9 nach Christus bricht Varus mit der 17., 18. und 19. Legion auf, um die angeblichen Unruhen niederzuschlagen. Drei Legionen, Hilfstruppen und der Tross, bis zu 30.000 Menschen lässt Varus wie bei einem Zug durch befreundetes Land marschieren. Er verzichtet auf Aufklärung und Flankenschutz. Bisher lief alles nach Plan. Als Vorhut führten wir die Armee in ein dichtes Waldgebiet. Unbekanntes Terrain für die Römer. Wir hofften, dass Varus nicht doch noch misstrauisch werden würde. Würde er uns auf dem schmalen Weg folgen? Denn in einer offenen Feldschlacht hätten wir keine Chance gegen die technisch und taktisch überlegenen Truppen. Beim Übergang in den schmalen Waldweg löst sich die disziplinierte Ordnung der Marschkolonnen auf. Und Ordnung ist die stärkste Waffe der Römer. Arglos folgen Varus und seine Legionen Arminius immer tiefer in das schwer passierbare Waldgebiet. Arminius hat die Römer jetzt da, wo er sie haben will. Die römische Armee ist nun von allen Rückzugslinien abgeschnitten. Im Wald wird die Marschkolonne der Legionen weit auseinandergezogen. Ein kilometerlanger Lindwurm.
Bei einem Angriff in die Flanken ist es den Römern nicht mehr möglich, ihre Schlachtordnung einzunehmen. Es kam uns zugute, dass wir lange Jahre in der römischen Armee gedient hatten. Wir wussten, bei einem Angriff aus dem Hinterhalt waren die Legionen des Varus verloren. Die Germanen warteten in den Wäldern auf das Zeichen zum Angriff. Die Falle konnte zuschnappen. Der Chronist Cassius Dio überliefert den Ablauf der Schlacht. Da erschienen die vermeintlichen Untertanen plötzlich als Feinde und sie richteten furchtbares Unheil an. Anfangs warfen sie aus der Ferne ihre Speere. Dann aber, als viele Römer schon verwundet waren, gingen sie zum Nahkampf über. Nichts war blutiger als jene Katastrophe in den Sümpfen und Wäldern Germaniens. Keiner der Römer durfte mit Gnade rechnen. Es ging um unsere Freiheit. Doch Arminius war in Gefahr. Als sein Freund und Leibwächter schützte ich sein Leben. Paterculus überliefert: Eingeschlossen in Wälder und Sümpfe wurden die Römer Mann für Mann abgeschlachtet. Und zwar von demselben Feind, den sie ihrerseits stets wie Vieh abgeschlachtet hatten. Die Wälder Germaniens wurden mit dem Blut dreier Legionen getränkt. Überliefert Tacitus. Nahezu 20.000 römische Elitesoldaten bleiben auf dem Schlachtfeld. Disziplinierte und kampferfahrene Männer der mächtigsten Streitmacht der Antike. Die Folgen sind für Rom unabsehbar. Nicht nur der Verlust der Provinz Germanien droht, auch Gallien und selbst Rom sind gefährdet. Denn nach der Vernichtung der Legionen stehen den Germanen die Grenzen zum Imperium offen. Über das Ende des Statthalters heißt es in Rom: Varus hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Als Statthalter und Oberbefehlshaber trägt Varus die alleinige Verantwortung für die nicht wieder gut zu machende Schmach. Seit Jahrhunderten beschäftigt die Suche nach dem Schlachtfeld Gelehrte, Archäologen und Heimatforscher. An über 700 Orten suchten sie nach den Spuren des Kampfes, der später als Schlacht im Teutoburger Wald berühmt wurde. Doch dann, 1987, finden Archäologen in Kalkriese bei Osnabrück das bislang einzige antike Schlachtfeld der Welt. Es ist aus der Zeit des Augustus. Ist dies der legendäre Ort der Varusschlacht? Die Archäologen entdecken hier fast 2000 Objekte, die Hinterlassenschaft einer ganzen Armee. Die Fundstücke waren über 10 Kilometer verstreut. Ein Beleg dafür, dass die Armee auf dem Marsch angegriffen wurde. Der auffälligste Fund, eine römische Reitermaske. Kämpfte der Soldat auf der Seite Roms oder gehörte er zu den Aufständischen? Sicher ist nur, dass die Maske unter einem Erdwall verschüttet wurde. So blieb sie den Germanen verborgen, die nach der Schlacht alles mitnehmen, was von Wert ist. Vor allem Metall ist begehrt, Rüstungen und Waffen. Aber auch Kostbares aus dem Privatbesitz der Römer fällt in ihre Hände. Wie der legendäre Silberschatz von Hildesheim. Ein prunkvolles römisches Tafelgeschirr aus der Zeit des Kaisers Augustus. Vermutlich gehörte es einem römischen Offizier der Varus-Legionen und wurde Beute eines siegreichen Germanen.
Die Schlacht war zu Ende. Doch das Blutvergießen war nicht vorbei. Nach Jahren der Unterdrückung, der Ausbeutung und Demütigung entlud sich der Hass. Unsere Priester opferten römische Gefangene unseren Göttern. Wir feierten Arminius, unseren Feldherrn. Als Anführer war er jetzt unumstritten. Niemals mehr, so verkündete er, wird ein Statthalter Germanen demütigen. Niemals mehr wird Rom über Germanien herrschen. Endlich sind wir frei. Die germanischen Stämme waren sich einig. Arminius sollte sie in die Zukunft führen. In Rom trifft indessen ein Bote aus Germanien ein. Für Kaiser Augustus steht viel auf dem Spiel. Er hat das Kaisertum begründet und muss nun die Alleinherrschaft durch Erfolge legitimieren. Der Kaiser rühmt sich, das Imperium bis an die Elbe und das Nordmeer erweitert zu haben. Doch die Botschaft aus Germanien macht seine Hoffnungen zunichte. In Wut und Verzweiflung, so ist überliefert, ruft er aus: Quinctilius Varus, gib die Legionen zurück! Doch keiner der römischen Soldaten kehrt zurück. Alles, was ihren Familien bleibt, ist ein Stein für ein leeres Grab. Wie für den römischen Hauptmann Caelius, gedient in der 18. Legion, gefallen im Krieg des Varus. Lange war dieser Grabstein das einzige archäologische Zeugnis der römischen Katastrophe, die heute den Namen des Verlierers trägt. Die Varusschlacht. Nach der verheerenden Niederlage fallen römische Legionen zu Rachefeldzügen in Germanien ein. 6 Jahre nach der Varusschlacht entdecken sie den Schauplatz des Kampfes. In den Bäumen hängen noch die Skelette der Toten. Schmachvoll für den Anblick und die Erinnerungen, notiert Tacitus. Die Soldaten finden Altäre, auf denen römische Kriegsgefangene geopfert wurden. Tacitus berichtet auch von bleichenden Gebeinen, die in Haufen oder einzeln auf dem Boden liegen. Niemand wusste, ob er seine Angehörigen oder Unbekannte begrub. Alle waren wie Vertraute und Verwandte. Nach der Varusschlacht zieht das Imperium alle Legionen aus Germanien ab. Die Weisung des Kaisers hat Tacitus überliefert. Man kann die Cherusker und die anderen rebellischen Stämme nun, da Rom Rache genommen hat, getrost ihren inneren Zwistigkeiten überlassen. Hätte Augustus doch nicht so viel daran gelegen, auch Germanien zu besiegen. Es wurde mit mehr Schande verloren als mit Ruhm gewonnen. Klagt der römische Autor Florus über das Ende des Traums vom römischen Germanien. Im Jahr 16 nach Christus zieht Rom sich zurück. Städte wie Waldgirmes und Legionslager wie Haltern werden niedergebrannt. Eine einzige Schlacht änderte den Lauf der Geschichte. Arminius wird im 19. Jahrhundert von nationalgesinnten Deutschen mit dem pompösen Hermannsdenkmal gefeiert. Historisch unstrittig ist, dass er die Romanisierung der Germanen dauerhaft verhinderte. Tacitus schreibt über Arminius: Er war unstreitig der Befreier Germaniens. Noch heute besingt man ihn bei den barbarischen Völkern. Nach dem Sieg über Rom brachen die alten Rivalitäten unter den Stämmen wieder auf. Als König der Germanen wollte Arminius seine Macht und seinen Ruhm mehren und die verfehdeten Stämme einen. Indem Arminius sich zum Alleinherrscher macht, bricht er nun mit der alten germanischen Ordnung. Sein ehrgeiziges Machtstreben wird ihn zu Fall bringen, wie Tacitus erklärt.
Arminius, der nach der Königsherrschaft trachtete, hatte den Freiheitssinn der Volksgenossen gegen sich. Einige Stammesführer weigerten sich jedoch, sich den Befehlen des Arminius unterzuordnen und verwiesen auf germanische Sitten. Doch Arminius forderte bedingungslosen Gehorsam. Ein Blutsverwandter wurde zu seinem Mörder. Diesmal konnte ich das Leben meines Freundes nicht schützen. Arminius starb mit 37 Jahren. Unter seiner Führung hatten die Germanen den entscheidenden Sieg errungen. Auch in Zukunft bleiben sie eine ständige Gefahr für Rom. Ich lebte mit meiner Sippe im Grenzland zum römischen Imperium. Wir lebten in Frieden. Doch dieser Tag sollte alles verändern. Das Haus meiner Väter stand in Flammen. Was war geschehen? Eine Reiterhorde hatte meine Sippe überfallen, um sie als Sklaven zu verkaufen. Die germanische Welt gerät im 3. Jahrhundert nach Christus aus den Fugen. Germanen sind jetzt Feinde der Germanen. Banden bedrohen den Frieden. Ihre Anführer scharen junge Krieger um sich und versprechen ihnen Abenteuer und Reichtum. Sie versorgen ihre Gefolgschaften mit Waffen. Raub und Menschenhandel sind ihr Geschäft. Der größte Waffenfund aus dem 3. Jahrhundert zeigt deutlich, wie kriegerisch die Zeiten in Germanien waren. Schildbeschläge, Lanzenspitzen, Schwertklingen. Die gesamte Ausrüstung einer Gefolgschaft, zu der über 1000 Krieger gehörten. Damals in Germanien eine mächtige Armee. Die Waffen wurden im Moor von Illerup im Norden Dänemarks gefunden. Einst ein geheiligter Ort, an dem Germanen ihren Göttern opferten. Heute eine wahre Fundgrube für die Archäologen. Im 3. Jahrhundert lösen sich viele der alten germanischen Stämme auf. Aus kleinen kriegerischen Gefolgschaften entstehen langsam neue Großstämme, wie die Sachsen, die Franken, Alemannen, Burgunder oder Goten. Sie führen nicht nur Krieg untereinander, die Heerkönige dieser Großstämme fordern bald auch das Römische Reich heraus. Die Kopfjäger waren mir immer noch auf den Fersen. Über Stunden floh ich immer weiter. Plötzlich sah ich vor mir die Grenzlinie der Römer. Hier endete unser Land. Doch was hatte ich noch zu verlieren? Mir blieb keine Wahl. Jetzt musste ich alles auf eine Karte setzen. Die Menschenhändler würden mir nicht auf die andere Seite folgen können. Eine römische Chronik berichtet: Kaiser Hadrian ließ große Baumstämme tief in den Boden rammen und miteinander verbinden, um so eine Grenze zu den Barbaren zu schaffen. Anfang des 2. Jahrhunderts errichten die Römer im Norden ihres Imperiums eine gewaltige Grenzanlage, den Limes, mit Palisaden, Gräben und 900 Wachtürmen. Er soll das Reich vor den germanischen Stämmen schützen. Über 500 Kilometer frisst sich der Limes durch die Wälder. Nach der chinesischen Mauer das längste Bauwerk der Welt. Für die Germanen ein eindeutiges Zeichen. Hier beginnt die Macht Roms. Der Hadrianswall im Norden Englands, der kurze Zeit nach dem Limes gebaut wurde, führt noch heute eindrucksvoll vor Augen, wie Roms Grenzbefestigungen einst die Landschaft beherrschten. Sie sind steingewordenes Symbol der neuen Außenpolitik unter Hadrian. Rom hat den Zenit seiner Macht überschritten und igelt sich jetzt innerhalb seiner Grenzen ein. Die Spuren des Limes in Germanien sind nur bei genauem Hinsehen zu erkennen, wie die Reste von Wall und Graben in einem hessischen Abschnitt. Anders als in England besteht der obergermanische Limes nur aus Erde und Holz. Palisaden und Wachtürme sind wichtige Bestandteile des Limes. Welchen Zweck erfüllte die Grenzanlage?
Nach der verheerenden Niederlage in der Varusschlacht zieht sich Rom im Jahre 16 nach Christus für immer hinter den Rhein und die Donau zurück. Mit dem Limes wird die Lücke zwischen den beiden Flüssen geschlossen. Gleichzeitig verleibt sich das Imperium einen besonders fruchtbaren Landstrich Germaniens ein. Ich wollte mich über die Grenze retten, doch ich lief einer römischen Wache geradewegs in die Arme. Sie gaben mir zu verstehen, dass das Tragen von Waffen im Imperium verboten war. Da ich auch kein Geld bei mir hatte, nahmen sie mich kurzerhand fest. Germanen, die illegal in römisches Gebiet eindringen, werden von den Römern wie Kriegsgefangene behandelt. Das Risiko, erwischt zu werden, ist groß. Denn die römische Grenze wird mit einem ausgeklügelten System überwacht. Das Rückgrat der Grenzlinie bilden Wachtürme. Sie stehen in Sichtverbindung, damit die Soldaten die Grenze lückenlos kontrollieren können. Um auch das Vorfeld des Limes übersehen zu können, ist eine Schneise in den Wald geschlagen. Bis zu 8 Mann gehören zur Besatzung eines Limesturmes. Sie bleiben mehrere Wochen auf Posten, lagern ihre Vorräte im Turm und backen ihr Brot selbst. Wichtigste Aufgabe der Limes-Truppen ist es, bei einem Angriff mit Hornsignalen Alarm zu geben. Nachts halten sie mit Lichtzeichen Kontakt zu den Nachbartürmen und den Reiterkastellen im Hinterland. Ein einfaches, aber effizientes Frühwarnsystem. Als eine Art antiker Radar ist der Limes ein wichtiges Element der römischen Grenzverteidigung gegen die Germanen. Falls doch einmal eine germanische Gefolgschaft den Limes durchbricht, schlagen die Wächter Alarm. Berittene Eingreiftruppen aus den rückwärtigen Kastellen fangen die Eindringlinge dann ab. Sollte es den Germanen dennoch gelingen, tief in römisches Gebiet vorzudringen und voll beladen mit Beute den Rückzug anzutreten, alarmiert das römische Warnsystem erneut die Reitertruppen. Sie stellen die Eindringlinge spätestens bei der Rückkehr nach Germanien. Die Reichslimes-Kommission rekonstruierte auch ein römisches Reiterkastell am Limes, die Saalburg in Hessen. Hier standen die Reiter Tag und Nacht für den Einsatz bereit. Für diesen friedlichen Grenzverkehr gibt es in antiken Quellen anschauliche Beispiele. Etwa den Viehhandel mit den Wachsoldaten am Limes. Ein Tauschgeschäft, von dem beide Seiten profitieren. Die römischen Soldaten benötigen frisches Fleisch, die Germanen haben Interesse an verfeinerten römischen Gütern. Eines der reichsten Germanengräber ist das Fürstengrab von Gommern in Thüringen. Es belegt, der germanische Adel hegte eine wahre Leidenschaft für römische Luxuswaren. Es ist ein Schatz von sagenhaftem Reichtum. Römische Münzen und fein gearbeiteter Schmuck, aber auch prächtiges Tafelgeschirr aus purem Silber und Gold. Es sind kostbare Statussymbole, die an der privilegierten Stellung ihrer Besitzer keinen Zweifel lassen. Das einfache Volk kann von solchem Luxus nur träumen. In Germanien ebenso wie im Römischen Reich. Auf beiden Seiten des Limes darf sich glücklich schätzen, wer seine Freiheit bewahren kann. Sklaverei ist die Schattenseite der antiken Gesellschaften. Den germanischen Kopfjägern war ich entkommen, doch nun wurde ich an eine römische Wanderarena verkauft. Ich war unter die Gladiatoren geraten. Als Retiarius, Netzfechter, würde ich bald um mein Leben kämpfen müssen. Unter den anderen Kämpfern waren Gefangene wie ich, aber auch Berufsgladiatoren. Mein Gegner stand bereits fest. Es war ein schwer gepanzerter und gut trainierter Sekutor, ein Schwertkämpfer. Hatte ich gegen ihn überhaupt eine Chance? Brot und Spiele bieten die Römer ihren Untertanen überall im Reich. Auch in Augusta Treverorum, dem heutigen Trier. Schon früh am Morgen strömen die Zuschauer zu ihren Plätzen.
In den Arenen werden unterschiedlichste Alltagsgegenstände mit Gladiatorenmotiven zum Kauf angeboten. Trinkflaschen, die Kampfszenen zeigen, Gläser in Helmform und geschmückte Lampen. Sie zeigen, die Gladiatoren waren umschwärmte Showstars der Massen. Das Innere des Amphitheaters betreten die Zuschauer durch Tore, Vomatorien, Ausspucker genannt. Von hier aus ergießt sich die Menge über die Ränge in freudiger Erwartung des kommenden Spektakels. Viele der Gladiatoren in der Augusta Treverorum sind gefangene Germanen von der anderen Seite des Limes. Der Tag der Spiele war gekommen. Wer von uns würde die Arena lebend verlassen? Und wer würde nicht mehr zurückkehren? Mit dem Einzug der Gladiatoren beginnt das blutige Spiel auf Leben und Tod, mit dem die römischen Herrscher die Sympathie des Volkes gewinnen wollen. Morituri te salutat. Die Todgeweihten grüßen die prominenten Veranstalter der Spiele, Senatoren und Provinzgewaltige. Die Germanen gelten als besonders gute Kämpfer. Deshalb lassen sich die Reichen und Mächtigen auch gerne von germanischen Leibwächtern schützen. Bis in die Spätantike sind germanische Leibgarden vor allen Dingen bei den Kaisern gefragt. Denn als Fremde sind sie für innerrömische Intrigen und Attentatspläne nicht empfänglich. Der Kaiserbiograf Sueton bewundert die germanische Leibwache als die treueste aller Einheiten. Ein römisches Mosaik hält Szenen aus der Arena fest. Es zeigt auch den Kampf zwischen dem Sekutor und seinem Gegner, dem Netzfechter. Entdeckt wurde das Mosaik nicht weit von Trier. Die Faszination am Spiel auf Leben und Tod ist in allen Schichten der römischen Gesellschaft verbreitet. Ich wartete auf meinen Einsatz. War es ein Warten auf den Tod? Draußen hörte ich den Kampf und die fiebernde Masse toben. Die Zuschauer wollten Blut sehen. Und sie bekamen, was sie wollten. In den Zellen warten die Gladiatoren auf ihren Kampf. Die Verzweiflung muss mitunter groß gewesen sein. Eine Quelle berichtet von 30 germanischen Kriegsgefangenen aus dem Stamm der Sachsen. Sie erwürgten sich gegenseitig. Der letzte Überlebende schluckte einen Schwamm. Mit ihrem Freitod wollten sie dem blutigen Spektakel in der Arena entgehen. Doch die Spiele gingen weiter, mit immer neuem Menschenmaterial. Mein Blut sollte heute Abend nicht den Boden der Arena tränken, das schwor ich mir. Mein Gegner war ein Veteran, er gehörte zu den Fechtern erster Klasse. Nur mit Schnelligkeit und Geschick würde ich eine Überlebenschance haben. Kaum jemand nimmt Anstoß an den Gladiatorenspielen. Der Philosoph Seneca bleibt in Rom die Ausnahme. Sie sind der reine Menschenmord. Nichts, womit der Kämpfer sich schützen könnte. Wozu auch? All das verzögert ja nur den Tod. Warum stirbt er nur so ungern? Fällt ein Gladiator verwundet nieder, geht ein Aufschrei durch die Ränge. Er hat es. Jetzt hat er's. Die Zuschauer entscheiden über Leben und Tod. Ich war bereits abgeschrieben, doch ich gab nicht auf. Blitzschnell nutzte ich die Gunst des Augenblicks. Und Wodan schenkte mir den Sieg. Damit erhielt ich auch die Freiheit.
Ein Holzschwert ist die Auszeichnung für besonders mutige Gladiatoren. Ihnen wird die Freiheit geschenkt. Auch Siegesprämien für Gladiatoren sind überliefert, doch es waren wohl nur wenige, die sich über ein glückliches Ende freuen konnten. Man hatte mir von einer mächtigen Stadt am Rhein erzählt, der Colonia Agrippina. Mit Geld ließe sich dort jeder Wunsch erfüllen. Noch nie hatte ich solch eine Stadt gesehen. Ich war neugierig. Köln ist in der Antike die größte Stadt nördlich der Alpen. Auf dem Domplatz hat sich bis heute ein Durchgang des römischen Nordtors erhalten. Von hier aus verlief eine der beiden Hauptstraßen zum Forum. Im 3. Jahrhundert steht die Colonia Agrippina in voller Blüte. Aus der unbedeutenden Siedlung, die Kaiser Augustus für den Germanenstamm der Ubier baute, hat sich ein Abbild Roms im Kleinen entwickelt. Bis zu 40.000 Menschen, Einheimische und Römer, leben friedlich zusammen im Schaufenster der römischen Zivilisation. Aus den Ubiern sind inzwischen überzeugte Bürger des Römischen Reiches geworden. Sie tragen ihr Haar nach römischer Mode, sprechen Latein und streben nach römischen Ämtern. Keiner will das städtische Leben missen und freiwillig zurück in die Wälder Germaniens. Bereits im Jahr 50 nach Christus ist die von Augustus gegründete Stadt zur Kolonie erhoben worden. Ihr Name? Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Eine Urenkelin des Kaisers Augustus, Agrippina, war dabei die treibende Kraft. Das Imperium tolerierte Glauben und Kultur der unterworfenen Völker. Eine Erfolgsformel auch für die Colonia Agrippina. Die Ubier durften hier ihre Muttergöttinnen, die Matronen, weiterhin verehren. Ein Kult, der später sogar von Römern übernommen wurde. In Köln haben Archäologen den gewaltigen Palast des römischen Statthalters ausgegraben. Im Prätorium, damals Mittelpunkt des Regierungsviertels, residierte der Vertreter des Kaisers in der Kolonie am Rhein. Damals füllte täglich ein Strom von Bittstellern, Diplomaten und kaiserlichen Kurieren die mächtigen Räume. Doch das Prätorium hatte auch symbolische Bedeutung. Vor allen Dingen die angeblich so barbarischen Germanen von der anderen Seite des Rheins sollen beeindruckt werden. Rom sieht sich als Wegbereiter der Zivilisation. Ein antiker Dichter sagt es so: Alle Städte des Reiches strahlen nun in Glanz und Anmut. Das Wort Römer wurde zum Namen für ein gemeinsames Volk. Alle strömen wie auf einem Markt zusammen, ein jeder, um das zu erlangen, was ihm gebührt. Nach meiner Ankunft in der Colonia Agrippina kehrte ich in einer Taverne ein. An einem Tisch vertrieben sich römische Soldaten die Zeit mit dem Würfelspiel. Die Römer dachten, mit einem Germanen wie mir würden sie leichtes Spiel haben. Sie wussten ja nicht, dass Würfeln zu unseren liebsten Beschäftigungen gehört. Tacitus überliefert: Das Würfelspiel betreiben die Germanen in voller Nüchternheit. Ganz wie ein ernsthaftes Geschäft. An diesem Tag wollte meine Glückssträhne nicht mehr abreißen. Ich gewann ein Spiel nach dem anderen. Als den Römern ihr Sold ausging, legten sie ihren letzten Einsatz auf den Tisch. Steine, die gelblich schimmerten. Die Legionäre nannten es das Gold Germaniens. Aber auch das verloren sie im Spiel an mich. Über die Herkunft des in Rom sehr begehrten Schmucksteins berichtet der römische Naturforscher Plinius. Sicher ist, dass Bernstein auf den Inseln des Nordmeeres erzeugt und von den Germanen Gläsum genannt wird.
Vom germanischen Begriff Gläsum leitet sich das deutsche Wort Glas ab. Bernstein erzielt im antiken Rom Höchstpreise. In römischen Werkstätten verarbeitet und poliert, schmückt Bernstein auch die wohlhabenden Germanen. Wie einst die Fürstin von Haßleben. Die Münze zwischen ihren Zähnen zeugt von der Übernahme eines römischen Glaubens. Sie ist der Lohn für den Fährmann über den Totenfluss ins Jenseits. Die Bestattung nach römischer Sitte gilt der germanischen Adelsschicht im 3. Jahrhundert als Zeichen von Wohlstand und Macht. Für kostbaren Schmuck war die Colonia Agrippina, das heutige Köln, ein wichtiges Handelszentrum. Eigentlich war ich auf der Suche nach Bernstein. Aber dann sah ich, dass hier auch Sklaven verkauft wurden. Eine junge Frau gefiel mir. Und sie tat mir leid. Der Händler wollte feilschen, als wären wir auf dem Viehmarkt. Doch ich dachte nicht lange nach und gab ihm die geforderte Summe. Ihr Name war Farah. Sie kam aus Germanien, wie ich. Die große Nachfrage nach Sklaven wird vor allem mit kriegsgefangenen Germanen von jenseits des Limes gedeckt. Wer in die Hände eines Händlers gerät, hat nur geringe Chancen, jemals wieder freizukommen. Sie hatte Angst. Aber als sie merkte, dass ich es gut mit ihr meinte, fasste sie Vertrauen zu mir. Gemeinsam brachen wir in unsere Heimat auf, zurück über die Grenze. Viele Tage waren wir unterwegs, bis wir wieder im Land meiner Väter waren. Plötzlich gerieten wir in einen Hinterhalt. Eine Bande lauerte uns auf. Doch es waren junge Krieger aus meiner Sippe. Rätselhafte Wege des Schicksals. Die Freude über das unverhoffte Wiedersehen war groß. Ich erzählte den jungen Kriegern von meinen Abenteuern jenseits des Limes im Römischen Reich. Sie waren wie ich den Sklavenhändlern entkommen und hausten jetzt im Wald. In dieser Nacht schlossen wir uns zu einer Gefolgschaft zusammen. Ich sollte ihr Anführer werden. Ein Runenspruch besiegelte unser Bündnis. Mit magischen Zeichen rief ich Wodan, unseren höchsten Gott, an. Die Runen würden seine Kraft auf uns übertragen. Bilder unterstützen die Runenschriften. Auf Knochen haben sie oft auch magische Bedeutung. Das althochdeutsche Wort Runa bedeutet Inschrift, aber auch Botschaft oder Geheimnis. Eine Rune setzt sich aus drei grafischen Elementen zusammen: Zweig, Haken und Stab. Da die Zeichen oft auf Buchenholz geschrieben sind, entstand daraus das deutsche Wort Buchstabe. In die Lanzenspitze aus dem Grab von Wurmlingen sind ebenfalls Runen geritzt. Idori. Mache mich mächtig und angesehen, ist die Bedeutung. Runen sollen den Wunsch nach göttlicher Hilfe verstärken. Die germanische Welt kennt viele Götter. Doch wie haben sich die Germanen die höheren Mächte vorgestellt? Bildliche Überlieferungen sind selten. Amulette aus Gold, Brakteaten genannt, sind die einzigen Funde, die germanische Götter darstellen. Ein Reiter, der in den Krieg zieht. Auf dem Rücken seines Pferdes hockt eine Gestalt, die seine Lanze führt. Es ist Wodan, der göttliche Sieghelfer. Er gibt dem Lanzenreiter den Sieg über seine Feinde. Die Handschrift überliefert die Erzählung von der Heilung eines Pferdes. Fohl und Wodan begaben sich in den Wald. Dort wurde dem Fohlen Balders der Fuß ausgerenkt. Da besang ihn Wodan, wie er es gut verstand. Wenn Knochen, wenn Blut, wenn Gelenkränkung, Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied, so seien sie zusammengefügt.
Und tatsächlich ist das Motiv in stilisierter Form auf einem Goldamulett wiederzufinden. Wodan heilt mit seinem Tanz ein verletztes Pferd. Eine erstaunliche Erkenntnis. Trotz innergermanischer Kriege verbindet die Stämme ihr gemeinsamer Glaube. Wie fest verankert die Götter im Glauben aller Germanen waren, davon zeugen noch heute Wochennamen. Die Göttin Freya gab dem Freitag den Namen. Thor oder Dona dem Donnerstag. Wodan steckt im Englischen Wednesday. Mache mich mächtig und angesehen. Mit dem Segen Wodans brannten wir darauf, schnelle Beute zu machen. Ich zeigte meinen Gefolgsleuten das letzte Goldstück, das mir geblieben war. Und erzählte von dem unermesslichen Wohlstand, der im Römischen Reich auf uns wartete. Doch dafür mussten wir es schaffen, den Limes unbemerkt zu überqueren. Germanische Gefolgschaften unternehmen organisierte Raubzüge auf römisches Gebiet. Sie plündern alles, was sie transportieren können. Der Barbarenschatz von Neupotz ist ein solcher Beutefund. Er wurde im Rhein gefunden. Ein unermesslicher Wert. Mehr als 1000 Einzelteile, die zusammen über 700 Kilogramm wiegen. Auf mindestens zwei Flößen wollten die Germanen ihre Beute über den Rhein bringen. Vielleicht sind die Flöße gekentert. Vielleicht wurden sie aber auch von römischen Patrouillenbooten versenkt. Raubzüge in das Imperium sind für die Germanen ein riskantes Unternehmen. Doch die Verlockungen der römischen Zivilisation lassen sie alle Gefahren vergessen. Die Beute, die uns lockte, lag jenseits der Grenze im Römischen Reich. Doch wir waren uns nicht sicher, ob es uns gelingen würde, über den Limes zu kommen. Kein römischer Soldat war weit und breit zu sehen. War das eine Falle? Wir wollten kein Risiko eingehen und erkundeten die Lage. Ich konnte es kaum glauben. Der Turm stand leer. Es waren keine Wachen da. Aber warum? Lange Zeit glaubten Historiker, der Limes sei bei einem germanischen Großangriff überrannt worden. Doch heute wissen sie, es war ganz anders. Im Jahr 260 gerät der römische Kaiser Valerian in persische Gefangenschaft. Das ist die erste Katastrophe in einer ganzen Kette von Unglücksfällen, die das Imperium ins Wanken bringen. Alle Grenztruppen am Limes werden abgezogen. Sie werden jetzt in der größten Krise des Imperiums viel dringender in anderen Teilen des Reiches gebraucht, wo um den freien Kaiserthron ein Bürgerkrieg entbrannt ist. Am Limes fällt die Entscheidung. Im Jahr 260 wird die Grenze zu Germanien aufgegeben. Rom zieht sich wieder hinter den Rhein und die Donau zurück. In das geräumte Hinterland des Limes dringen die Alemannen vor. Das Imperium verschanzt sich mit einer neuen Befestigungslinie hinter den Flüssen. Als der Morgen anbrach, sahen wir hinter dem Limes ein lohnendes Ziel vor uns. Ein römisches Landgut. Doch jemand war uns zuvorgekommen. Nach der Aufgabe des Limes nehmen die germanischen Überfälle auf römisches Gebiet sprunghaft zu. Das belegen zahlreiche Zerstörungsspuren aus dieser Zeit. Ziel der Germanen sind vor allem die reichen Landgüter der Römer. Welches Schicksal erlitten die römischen Siedlerfamilien? Ohne den Schutz der Grenzsoldaten sind sie jedem Angreifer hilflos ausgeliefert. Doch Mord und Totschlag sind nicht die Regel beim Zusammenprall der Kulturen am Limes. Die meisten Germanen wollen die römische Welt nicht zerstören, sondern in ihr leben. Nicht mehr als Unterworfene, schon gar nicht als Sklaven,
sondern als freie Krieger. Fahrer und ich nahmen ein römisches Landgut im Limes Hinterland in Besitz. Die Römer hatten es verlassen. Dort soll einmal die Heimat unserer Kinder sein. Mit der Aufgabe des Limes endet die römische Herrschaft rechts des Rheins. Der fruchtbare Landstrich zwischen Rhein und Donau fällt wieder in germanische Hand. Die römischen Siedler stehen vor der Wahl, sich mit den Alemannen zu arrangieren oder ihre feudalen Landgüter für immer zu verlassen. Im schwäbischen Wurmlingen, dem Fundort der Runenlanze, machten Archäologen in den Ruinen einer Villa Rustica eine aufschlussreiche Entdeckung. Sie fanden Pfostenlöcher, das typische Merkmal der germanischen Bauweise. Inmitten der steinernen Ruine der Villa Rustica müssen Germanen also ein Gebäude errichtet haben. Nach und nach beginnen sie, sich in der römischen Zivilisation auf ihre Art einzurichten. Mit der Aufgabe des Limes beginnt eine neue Zeit. Bald werden die Germanen das Erbe Roms antreten und Europa in die Zukunft führen. Im Zeichen des Kreuzes. Unser König Hilderich war tot. Er saß nun mit den anderen Helden an der Seite Wodans in Valhall. Aus dem ganzen Land waren seine Krieger nach Tournai im Norden Galliens gekommen, um nach altem Brauch seinem Sohn die Treue zu schwören. Wir nannten uns Franken, die Mutigen. Die Gefährten aus manchem Kampf sah ich hier wieder. Chlodwig, unser neuer Herrscher, war gerade einmal 16 Jahre. Von nun an würden wir als seine Gefolgsleute in den Kampf ziehen. Wie einst seinem Vater Childerich schworen wir ihm die Treue. Der Frankenkönig Childerich stirbt im Jahr 482 nach Christus. Sein Lieblingspferd wird ihm mit ins Grab gegeben. Es soll ihn nach Valhall an den Ort der toten Krieger bringen. Childerich ist nach urgermanischem Brauch in einem Hügelgrab bestattet. Ein weithin sichtbares Zeichen der Macht und Größe des fränkischen Königs. Kostbare Grabbeigaben aus römischer Fertigung bezeugen, Childerich stand in einem Bündnis mit Rom. In Gold gefasste Almandine, rote Granatsteine verzieren die Langschwerter König Childerichs. Sie sind römisch. Vielleicht waren sie Geschenke Roms an den verbündeten König, auf dessen Krieger das Imperium angewiesen war. Als typische Waffe der Franken nahm Childerich eine Franziska, die gefürchtete Wurfaxt, mit ins Grab. Attribute, die ihn als erfolgreichen Heerführer kenntlich machen. Unter ihm hatten die Franken im römischen Gallien Land erobert. Dafür wurde Childerich nach germanischem Brauch auf dem Schild zum König erhoben. Eine Sagengestalt aus dem Rhein, halb Stier, halb Mensch, soll der Stammvater der Childerich-Dynastie sein. Münzen aus dem Schatz bezeugen die Handelskontakte der Franken bis Rom und Konstantinopel. Besonders auffällig sind die Almandine. Die roten Granatsteine waren weder in der germanischen noch in der römischen Welt verbreitet. Im Jahr 375 fallen Hunnen in das Gebiet der Germanen ein. Die germanischen Stämme drängen in das geschwächte Imperium. Die Völkerwanderung beendet die glanzvolle Epoche des größten Weltreiches der Antike. Unter den Germanen beginnt der Kampf um das gewaltige Erbe des Imperiums. Bei Zülpich, dem antiken Tolviacum, streiten Franken und Alemannen vermutlich im Jahr 496 um die Vorherrschaft am Rhein. Der Bischof und Chronist Gregor von Tours schreibt über die Schlacht: Als die beiden Heere zusammenstießen, kam es zu einem gewaltigen Blutbad.
Chlodwig war nahe daran, völlig vernichtet zu werden. Seit vielen Jahren kämpfte ich an der Seite meines siegreichen Königs Chlodwig. Verließ uns Wodan? War er auf der Seite unserer Feinde, der Alemannen? Auch Chlodwig schien dieses Mal an seinem Siegerglück zu zweifeln. Im Angesicht des Untergangs, so berichtet Gregor, fällt Chlodwig eine Entscheidung von historischer Tragweite. Während seine Krieger zu ihren germanischen Göttern beten, wendet er sich an einen fremden Gott. Jesus Christ, gewährst du mir jetzt den Sieg über diese Feinde, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen auf deinen Namen. Nur entreiße mich erst aus der Hand meiner Widersacher. Eine verzweifelte Attacke sollte das Blatt doch noch wenden. Seine treuesten Gefolgsleute griffen an. Dieses Mal ging es um alles oder nichts. Und tatsächlich gelang es uns, die Alemannen aufzuhalten. Eine spätantike Quelle berichtet: Sowohl zu Pferd als auch zu Fuß sind die Franken gewaltige Nahkämpfer. Mit Leichtigkeit verachten sie den Tod. Ihre Angriffe tragen sie energisch und furchtlos vor. Feigheit kennen sie nicht. Plötzlich sah ich den Anführer der Alemannen. Meinen Waffengefährten galt ich als einer ihrer besten Axtwerfer. Wodan sollte meine Franziska ins Ziel führen. Gregor von Tours berichtet: Als die Alemannen aber ihren König getötet sahen, unterwarfen sie sich Chlodwig. Das Schwert bleibt die ranghöchste Waffe bei den Germanen. Nur den Anführern und den mutigsten Kriegern ist es erlaubt, ein solches Schwert zu tragen. Die Schlacht gegen die Alemannen bei Tolbiacum war gewonnen. Aus tiefster Seele dankte ich Wodan, unserem Gott des Krieges. Chlodwig aber hatte sich von ihm abgewandt und dankte dem Gott der Christen. Chlodwig wird zur Idealgestalt der christlichen Könige des Mittelalters. Als Eroberer verändert er das Bild Europas. Das fränkische Kleinreich seines Vaters Childerich wird unter seiner Führung eine europäische Großmacht. Im Zeichen des Kreuzes reiht Chlodwig Sieg an Sieg. Die Kathedrale von York in England. Hier begann der Siegeszug eines Römers, der Chlodwigs Vorbild werden soll. Konstantin. Im Jahr 306 ließ er sich hier von seinen Truppen zum römischen Kaiser ausrufen. 6 Jahre später kämpft Konstantin an der Milvischen Brücke in Rom um die Macht im Imperium. Er kann die Schicksalsschlacht am Tiber für sich entscheiden. Nach der Schlacht wird zu Konstantins Ehren ein Siegesbogen errichtet, der seine Taten verherrlicht. Eine Legende berichtet, dass es der Gott der Christen war, der ihm zum Sieg verhalf. Vor der Schlacht soll ihm ein Kreuz mit dem Christusmonogramm erschienen sein. In diesem Zeichen wirst du siegen, lautete die Botschaft. Konstantin wird der erste Kaiser, der sich zum christlichen Glauben bekennt. Mit der sogenannten konstantinischen Wende beginnt der Siegeszug des Christentums. Der Kaiser schützt fortan die Christen in seinem Reich und gibt ihnen Religionsfreiheit. Unter seinen Nachfolgern wird das Christentum römische Staatsreligion. Tempel werden in Kirchen umgewandelt. Von Rom aus verbreitet sich bis zum 5. Jahrhundert der neue Glaube im ganzen Reich. Auch in Gallien, wo nach der Schlacht von Zülpich die Franken herrschen. Am Hofe Chlodwigs feierten wir unseren Sieg nach alter Vätersitte. Ah!
Ich hatte den Ehrenplatz neben dem König. Doch dann erschien ungewöhnlicher Besuch. Es war Remigius, ein römischer Adliger und christlicher Bischof. Ich war überrascht. Ludwig hofierte den christlichen Römer. Er forderte mich auf, meinen Platz an seiner Seite zu räumen. Ludwig erkennt, dass er im eroberten Gallien mit den einheimischen Mächtigen kooperieren muss. Nur mit deren Hilfe kann es ihm gelingen, ein dauerhaftes Reich zu machen. Und als König nimmt Ludwig sich auch das Recht, über allen Gesetzen zu stehen. Wie Ludwig es mit dem Stammesgesetz der Franken hielt, überliefert Gregor von Tours in der Krug-Legende. Nach einem erfolgreichen Feldzug sollte die Beute nach altem Brauch unter den Kriegern aufgeteilt werden. Der Bischof Remigius war mittlerweile ständig an der Seite unseres Königs. Als die Wahl eines meiner alten Kriegsgefährten auf einen Krug fiel, mischte sich plötzlich Remigius ein. Er sei aus einer Kirche geraubt. Er fordere ihn für die Kirche zurück. Doch mein Kriegsgefährte wollte nicht auf sein Recht verzichten. Über die weiteren Ereignisse berichtet Gregor. Der Mann bückte sich, der König holte mit seiner Axt aus und erschlug ihn. Dabei sagte er, genau so hast du es mit dem Krug gemacht. Allen jagte er durch diese Tat gewaltige Furcht ein. Darauf ließ Ludwig das Heer nach Hause ziehen. Anders als bisher die Könige der Germanen, die noch Erste untergleichen waren, fordert Ludwig bedingungslosen Gehorsam von seinen Männern. Der Frankenkönig bricht nicht nur mit dem Götterglauben der Germanen, er stellt sich auch über altes germanisches Recht. Mich hielt nichts mehr beim König. Ich verließ sein Gefolge. Im Grenzland fiel ich geradewegs einigen Alemannen, unseren Todfeinden, in die Hände. Diesmal ließ Wodan mich im Stich. Ich war jetzt ein Gefangener der Alemannen. Die Götter waren launisch. Vom Herrn war ich zum Knecht geworden. Ich ahnte, welches Los mich als Sklave der Alemannen erwarten würde. Wir Franken machten es mit unseren Gefangenen ja nicht anders. Im 5. Jahrhundert entsteht eine neue Schicht in Germanien, Berufskrieger. Während sie sich auf den Schlachtfeldern Ruhm und Reichtümer verdienen, lassen sie Sklaven auf ihren Landgütern arbeiten. Es sind vor allem Kriegsgefangene, aber auch verschleppte Römer. Für die Herren auf dem Berg musste ich mit meinen Mitgefangenen Feldarbeit verrichten. Wir schufteten auf den Äckern im Tal, während sich unsere alemannischen Herren oben auf ihrem Berg von den Feldzügen erholten. Anders als die Franken bilden die Alemannen im 5. Jahrhundert kein Großreich. Sie grenzen sich räumlich voneinander ab und errichten ihre Residenzen auf sogenannten Höhenburgen. Eine davon lag auf dem runden Berg bei Bad Urach, mitten auf der Schwäbischen Alb. Neben den Wohnhäusern gibt es auch Gebäude für die Hauswirtschaft und eine Webstube für die Textilherstellung. Vor allem Frauen arbeiten hier oben. Eine Wallanlage aus Palisaden schützt die Bewohner vor Eindringlingen.
Auch die Hänge sind besiedelt. Hier unten lebt und arbeitet der niedere Stand, die Handwerker. Sie verarbeiten Metalle. Oben residiert der Herr mit seiner Familie und seinem Gefolge. Hier werden nicht nur Luxusgüter gehortet, sondern auch hergestellt. So wie diese kostbaren Fibeln. Goldschmiede fertigten die Gewandspangen für die Bewohner des Runden Berges. Für die Archäologen ein Beweis, hier hatte ein Alemannenfürst, vielleicht sogar ein Kleinkönig, seinen Sitz. Vielleicht schmolzen die Goldschmiede Beute aus ihren Kriegszügen für den Schmuck ein. Sicherheit gepaart mit repräsentativer Lage. Höhenburgen werden zu beliebten Wohnsitzen der germanischen Elite. Ein Modell, das Schule macht. Einige hundert Jahre später werden die Bergkuppen erneut besiedelt. Diesmal von den Rittern des Mittelalters. Nach einem Tag voller Mühen und Entbehrungen kehrten wir abends auf den Berg zurück. Meine römischen Leidensgenossen und ich. Zu unserem Glück sahen manche Alemannen nicht nur Sklaven in uns. Ein Mädchen hatte wohl Mitleid und gab uns zu trinken. Ihr Name war Frieda. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Die junge Alemannin steckte einem meiner Mitgefangenen heimlich einen Ring mit einem Kreuz zu. Er hieß Vitus. Quellen überliefern, dass es oft römische Gefangene sind, die den christlichen Glauben in der germanischen Welt verbreiten. Vor allem bei germanischen Frauen findet das Christentum viele Anhänger. Den Glauben geben sie an ihre Kinder weiter. In vielem waren die Alemannen uns Franken sehr ähnlich. Das Spiel der Leier erweckte Erinnerungen in mir. Wie oft hatten wir am Hofe Chlodwigs zusammengesessen, hatten gefeiert und gelacht. Für kurze Zeit vergaß ich mein trauriges Los. Trotz der harten Arbeit gab man uns nur wenig Essen. Doch wieder half Frieda. Wenn mich der Hunger trieb, griff ich zu. Anders kannte ich es nicht. Doch Vitus sagte, der einzig wahre Gott verlange, nicht nur an sich selbst zu denken. Er sprach von Nächstenliebe. In der Bibel stehe, alle Menschen seien Brüder. Die Hungrigen müssen gespeist, die Kranken behandelt, die Gefangenen besucht werden. Das klang so ganz anders als Chlodwigs Worte über den Christengott, der ihm den Sieg gebracht hatte. Das 5. Jahrhundert ist eine Zeit des Umbruchs und der Krise. Viele Menschen glauben, dass ihre alten Götter nicht mehr helfen können. Nächstenliebe, Barmherzigkeit und die Aussicht auf Erlösung im Paradies sind Verheißungen, von denen die unteren Schichten der Gesellschaft angesprochen werden. Auch wenn Kirchenväter wie Augustinus den Missstand der Sklaverei lange Zeit tolerierten und sogar rechtfertigten. Vitus hatte auch davon gesprochen, nie die Hoffnung aufzugeben. Sollte er in dieser Nacht Recht behalten? Frieda erklärte, der Zeitpunkt sei günstig für uns, die Flucht zu wagen. Vitus hatte sie in heimlichen Gesprächen vom christlichen Glauben überzeugen können. Vitus hatte recht. Es war nicht nötig, die Wache zu töten. Meinen Befreiern zuliebe ließ ich davon ab. Als sich unsere Wege trennten, gab Vitus mir seinen Ring. Er sei das Zeichen für seine Glaubensbrüder. Überall könnte ich nun Christen um Hilfe bitten. Das christliche Symbol verzieren die Germanen mit ihrem heidnischen Glückszeichen des Sonnenrades. Diese Verbindung zeigt die Annäherung beider Kulturen.
Goldblattkreuze finden Archäologen immer wieder in alemannischen Gräbern aus dem 5. Jahrhundert. Aber waren die verstorbenen Germanen deshalb bereits Christen? Wer ließ sich die Kreuze mit ins Grab geben? Als in späteren Zeiten Räuber die Gräber plündern, lassen sie allein die Kreuze aus kostbarem Blattgold zurück. Aus Angst vor der Macht des neuen Gottes. Ich dankte Vitus für alles, was er für mich getan hatte. Meine Gefangenschaft bei den Alemannen und seine Fürsorge hatten mich verändert. Jetzt sollte mein zweites Leben beginnen. Den germanischen Göttern, Mächte des Donners, des Krieges und des Todes, schwor ich für immer ab. Ich wollte von nun an als Christ leben. Zurück im Land der Franken erzählte man mir, dass Chlodwig sich bald taufen lassen würde und mit ihm seine fränkischen Krieger. Ich brach zu der Civitas Remorum auf. Wahrscheinlich im Jahr 496 lassen sich 3000 Franken mit ihrem König Chlodwig in der Kapelle der Civitas Remorum, dem heutigen Reims, christlich taufen. Dieser Übertritt zum neuen Glauben legt den Grundstein für das christliche Abendland. Gregor von Tours hat die Taufformel des Bischofs Remigius überliefert. Du aus dem Stamm der Franken, beuge dein Haupt, bete an, was du verbrannt hast, verbrenne, was du angebetet hast. Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Ich glaube, antwortet der König. Und Remigius tauft ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Kathedrale von Reims ist ein Symbol für die Geburt des christlichen Europa. Über dem Nordportal erinnert eine Reliefgruppe an das welthistorische Ereignis. In der Galerie der Könige werden die christlichen Nachfolger Chlodwigs, der den heidnischen Göttern abgeschworen hatte, zu Zeugen seiner Taufe gemacht. Unmittelbar nach der Taufe wird Chlodwig zum christlichen König gesalbt. Im Verständnis der Zeit wurde er damit durch göttliche Gnade König. Ein Schrein erinnert an das legendenumwobene Ereignis. Das Salböl soll eine Taube vom Himmel gebracht haben. In einer Ampulle, die nie leer werde. Seitdem ließen sich alle französischen Könige mit diesem heiligen Öl salben. Nach unserer Taufe wollte ich als Mönch mein Leben ganz in den Dienst des wahren Gottes stellen und seine Botschaft unter die Menschen bringen. Mit viel Geduld lernte ich, Federkiel und Tinte zu gebrauchen. Für uns Franken eine sehr ungewohnte Tätigkeit. Auch lesen musste ich erst einmal lernen. Als ich mit der Heiligen Schrift und den Regeln der Kirche gut vertraut war, schickte mich Bischof Remigius auf Reisen, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Auch nach der Taufe Chlodwigs verbreitet sich das Christentum zunächst nur langsam unter der fränkischen Landbevölkerung. Viele Germanen sehen keinen Grund, den jahrhundertealten Glauben an die Götter ihrer Ahnen aufzugeben. Seit Chlodwigs Übertritt zum Christentum verbreiten die fränkischen Herrscher den neuen Glauben in ihrem Reich. Mit dem Wort und mit der Waffe. Quellen aus späterer Zeit berichten, dass damals die heiligen Bäume der Germanen kurzerhand gefällt wurden. Nur selten wirkte die Kirche mäßigend, wie von Papst Gregor dem Großen überliefert.
Keineswegs sollen die falschen Heiligtümer zerstört werden. Nein, das Volk soll im Herzen den Irrtum ablegen und an den alten Stätten nunmehr den wahren Gott anbeten. Vor allem bei der armen Bevölkerung fasste das Christentum Fuß. Heidnischer Goldschmuck wie dieser ist nach und nach nur noch selten in germanischen Gräbern zu finden. Während der Kontinent christlich wird, bleibt das Land der Angelsachsen den germanischen Göttern treu. Noch im 7. Jahrhundert müht sich der Römer Paulinus, Könige und Fürsten der Angeln und Sachsen zu bekehren. Die Chronik des Paulinus berichtet nicht nur von seinen Taten am Hof in Jevering, sie gibt auch eine detaillierte Beschreibung der Landschaft, die den germanischen Königssitz umgab. Doch nicht nur das Tingtheater, der ganze Königssitz konnte rekonstruiert werden. Residenz ist die große Halle im Zentrum der Anlage. Hier finden Versammlungen, Empfänge und Gelage statt. Direkt daneben eine Viehweide, für den Festschmaus an der königlichen Tafel, aber auch für Opfer an die Götter. Denn unweit vom Tingtheater wurden in einem Gebäude zahllose Ochsenschädel gefunden, wahrscheinlich die Reste von heidnischen Tieropfern. Paulinus wandelte diesen Tempel in eine christliche Kirche um. Unser König Chlodwig musste sich noch gedulden, bis er als christlicher Herrscher von den Mächten Europas anerkannt wurde. Doch dann erwartete ihn in der Basilika von Tours eine Gesandtschaft aus dem Oströmischen Reich. Endlich war Chlodwig an seinem Ziel angelangt. Gregor von Tours hat das denkwürdige Ereignis im Jahr 508 beschrieben. Damals erhielt Chlodwig vom oströmischen Kaiser in der Kirche des heiligen Martinus den Titel Konsul. Er schmückte sein Haupt mit einem Diadem und nahm den Purpurrock an. Von diesem Tag an wurde er als Konsul oder Augustus der Erhabene angeredet. Mit den Machtinsignien aus Ostrom wird die Herrschaft Chlodwigs legitimiert. Der einst heidnische Heerkönig der Franken wird als Wegbereiter des Christentums verehrt und als Genie de la France gefeiert. König Chlodwig gilt den Franzosen als Begründer ihrer Monarchie. Auf diesem Teppich wird er bei der Schlacht von Zülpich als Kämpfer in mittelalterlicher Rüstung gezeigt. Chlodwigs Übertritt zum Christentum findet seinen Niederschlag in der Legende von den Kröten und den Lilien. Chlodwig ist der erste König der Franken, der sich in einer Kirche bestatten lässt. Sein Sarkophag befindet sich heute Seite an Seite mit den Grabmälern von über 150 französischen Königen und Königinnen in der Basilika Saint-Denis in Paris. Es ist die größte Ansammlung von Grabdenkmälern der Welt. Fast alle gekrönten Häupter Frankreichs sind hier bestattet. Aus den Dynastien der Merowinger, Karolinger, Kapetinger und Bourbonen. Friedhof der Könige nannten französische Chronisten im Mittelalter die Basilika Saint-Denis. 100 Jahre nach Chlodwigs Tod zieht Gregor von Tours Bilanz. Er tötete die gegnerischen Könige und schlug die feindlichen Völker. Die freundlichen befriedete er. Sein Reich hinterließ er ungeschwächt und unverletzt. Mit wie viel Blut diese Erfolge erkauft wurden, erwähnt Gregor allerdings nicht. Ich will auch in Zukunft den Weg des rechten Glaubens gehen. Vielleicht wird eines Tages
die Welt eine bessere sein. In den nächsten Jahrhunderten verschmilzt die fränkische Kriegerkultur mit der römisch-christlichen Zivilisation. Diese Verbindung wird das Mittelalter prägen. Der Frankenkönig Karl der Große wird 300 Jahre nach Chlodwig als Pater Europae, als Vater Europas gefeiert. Unter ihm erreicht seinen Höhepunkt, was unter Chlodwig begann. Die fränkische Herrschaft in großen Teilen Europas. Für das christliche Abendland ist sie wesentlich. Die Germanen sind das Bindeglied zwischen Antike und Mittelalter. Doch bald geriet in Vergessenheit, dass ohne sie die Geschichte anders verlaufen wäre.